Ich werde immer gefragt, was du als Geschäftsfrau, als Geschäftsmann wirklich verstehen musst. Und mein Tipp ist, du brauchst Himmel und Dreck. Du brauchst beides, Himmel und Dreck. Du brauchst also himmelhohe Träume, große Visionen. Du musst aber auch in der Lage sein, Dreck zu fressen. Du musst bereit sein, Dreck zu fressen. Wie kann man so etwas Widernatürliches tun? Dreck fressen. Die Antwort ist ganz einfach. Du bestimmst, ob du Dreck fressen magst oder nicht. Es liegt an dir, ob du Dreck fressen, also harte Arbeit, mit Freude verlinkst oder mit Schmerz. Ist dir schon mal aufgefallen, dass es Menschen gibt, die etwas, was du so überhaupt nicht magst, fällt dir gerade was ein, was du so gar nicht magst, die das extrem mögen? Wie ist das möglich? Wie kann bei denen, bei etwas, was du gar nicht magst, wie können bei denen die Chromosomen so komisch verstrickt sein, dass sie das mögen? Sind die irgendwie abartig? Die Antwort ist ganz einfach. Sie verlinken dieselbe Tätigkeit, die du mit Schmerz verlinkst, mit Freude. Du verlinkst sie mit Schmerz, darum magst du sie nicht. Und die verlinken das mit Freude, darum mögen sie es. Oder mögen es sogar extrem. Nimm mal ein ganz extremes Beispiel. Es gibt Leute, die sind Freeclimber. Hast du die mal beobachtet? Für mich eine Sportart, die jetzt keine großen Freudenschübe in mir auslöst. Also zumindest, wenn ich das mal so probiere in irgendeinem Kletterpark, nach ein paar Metern überlege ich dann, ob ich den Blödsinn jetzt nicht beenden kann. Warum? Weil ich das mit Schmerz verlinke, mit Unbehagen. Ich mag es nicht. Und dann gibt es Menschen, die klettern locker an mir vorbei, so mit so zwei Fingern und immer weiter, während ich mich schon wieder an den Abstieg mache. Warum? Weil sie es lieben, weil sie das mit Freude verlinken. Mein Rat ist, verstehe, dass du im Business nur erfolgreich werden kannst, wenn du Himmel und Dreck akzeptierst und wenn du beides mit Freude verlinkst. Wenn du also mal wieder etwas tust, was dir nicht so viel Spaß macht, finde einen Weg, das zu mögen, richtig zu mögen. Und der einfachste Weg, wie du Dreckfressen genießen kannst, ist dieser Tipp. Wenn du eine Tätigkeit, die du nicht magst, trotzdem so gut machst, wie du irgendwie kannst, wirst du anfangen, diese Tätigkeit zu mögen. Immer. Also das nächste Mal, wenn du etwas machen musst, was du gar nicht magst, mach es so gut, wie du nur kannst und du wirst es anfangen zu mögen. Immer, probier es aus. Gib dein absolut Bestes. Stell dir vor, dass da ein besonders wichtiger Mensch oder mehrere wichtige Menschen deines Lebens dir zugucken, wenn du diese Tätigkeit machst. Menschen, die du unfassbar respektierst. Und du willst einfach die Bewunderung dieser Menschen, die dir jetzt über die Schulter gucken, ihre Anerkennung, ihren Respekt. Und deswegen gibst du dir richtig Mühe. Wenn du so an das Dreckfressen herangehst, wirst du innerhalb von kurzer Zeit feststellen, hey, die Tätigkeit ist ja ganz cool. Wie auch immer oder was auch immer dein Weg sein mag, du musst beides akzeptieren und beides lieben können. Den Himmel und den Dreck. Werde der Beste, der du sein kannst.